Schwechat hat eines der attraktivsten Freizeitzentren Niederösterreichs. Über diese Einrichtung sprachen wir mit dem Leiter Manfred Urbanek. Manfred Urbanek, Winter ist auch Hallenbadzeit. Natürlich, gerade im Winter ist das Hallenbad sehr interessant. Wir haben auch sehr viele Gäste da, die das in Anspruch nehmen und freuen uns natürlich immer wieder, wenn sie kommen. Was bietet sie alles? Also wie gesagt, wir haben ein Hallenbad, wir haben eine Sauna. Die Sauna hat ein Warmbecken, Kaltbecken, eine Biosauna, Dampfkammern, finnische Saunen. Das Freizeitzentrum hat noch einen Eislaufplatz anzubieten. Der Eislaufplatz ist jetzt gerade in Betrieb. Und natürlich auch ein Sommerbad, das auch sehr stark frequentiert wird. Es ist kostengünstig, obwohl die Preise etwas angehoben worden sind. Also grundsätzlich haben wir eine Inflationsangleichung. Wir heben die Preise nicht automatisch an, sondern das ist inflationsbedingt. Und es war früher so, dass wir diese Preise alle 4 bis 5 Jahre in die Höhe gehoben haben. Da war diese Preiserhöhung natürlich größer. Und jetzt ist es so, dass wir jedes Jahr versuchen, mit dieser Inflationsangleichung den Badegästen diese Preiserhöhung nicht so spüren zu lassen. Wie sieht es mit den Ermäßigungen für Senioren aus? Senioren haben bei uns 30% Ermäßigung und das gibt es, wie gesagt, auf allen Bereichen des Freizeitzentrums. Wir sind mittlerweile am Eislaufplatz. Sehr stark ist dieser Eislaufplatz frequentiert. Natürlich, wir haben speziell am Vormittag sämtliche Schulen der Umgebung hier. Sogar von Wien kommen sie raus und das freut uns natürlich. Es ist nicht selbstverständlich für eine Gemeinde, dass sie einen Eislaufplatz hat. Zahlreiche Gemeinden haben keinen. Natürlich, ein Eislaufplatz kostet sehr viel Geld. Schon allein die Energiekosten sind sehr hoch. Und da muss man natürlich schauen, dass man das auch in einem vernünftigen Rahmen betreibt. Wir haben +7 Grad. Wie schwierig ist es hier, das Eis so zu halten? Ja, unsere Maschinen laufen auf Volllast und so versuchen wir halt das Beste daraus zu machen. Wir haben das Glück, dass jetzt in letzter Zeit kein Wind gegangen ist. Also der Wind würde das Eis wegschmelzen, aber so geht's. Es gibt mittlerweile auch Kunsteis. Wie sieht es mit diesen Alternativen aus? Haben Sie sich das schon einmal angesehen? Wir haben uns das einmal angesehen. Das sind so eine Art Teflonplatten. Die kommen ganz ohne Energie aus. Wird auch, ich schätze mal, die Zukunft sein. Mittlerweile ist es noch so, dass viele Leute lieber auf einem natürlichen Eis fahren oder auf einem Eis fahren als auf einer Kunststoffplatte. Warum schließt der Eislaufplatz nach den Semesterferien, wenn doch der Winter länger dauert? Es ist ganz einfach so, dass die Besucherzahlen eklatant zurückgehen. Wir haben unsere Besucherstatistik seit vielen Jahren und aufgrund dieser Statistik wurde in Zeiten der Sparmaßnahmen, wie wir alle wissen, wurde beschlossen, den Eislaufplatz früher zuzusperren, weil sich die Kosten ganz einfach explodieren zu dieser Zeit. Hier wird auch das Hallenbad früher geschlossen und das Sommerbad. Wie sieht es mit der Überschneidung aus? Es hat bis jetzt Überschneidungszeiten gegeben. Es war immer so, wenn es draußen schön war, war im Hallenbad Nullbetrieb. Das heißt, wieder nicht Nullbetrieb, sondern es waren vielleicht im ganzen Tag 10 Leute da. Das Problem ist, wir müssen aber trotzdem die Heizung aufdrehen, wir müssen trotzdem die Lichter brennen lassen, die Chemikalien müssen reinkommen, es muss die Reinigung passieren, egal wie viele Leute da sind und wir müssen das nötige Personal zur Verfügung stellen. Dieses Personal, das im Hallenbad Dienst gemacht hat für ein paar wenige Besucher, hat natürlich im Sommerbad, wenn es schön war, draußen gefehlt. Jetzt müssen wir wieder Aushilfskräfte aufnehmen und die Kosten explodieren mit der Zeit. Jeder, der ein Bad oder ein Freizeitzentrum betreibt, weiß das. Wir machen wieder den Sprung zum Eislaufplatz. Gibt es heuer auch einen schönen Fasching? Also bei uns gibt es keine Faschingsveranstaltung. Wir machen es wieder so, dass am Faschingdienstag die Leute freien Eintritt haben, die verkleidet kommen. Wir würden uns freuen. Leider Gottes ist in den letzten Jahren dieser Trend immer weiter zurückgegangen. Nicht einmal mit freiem Eintritt kann man die Leute dazu bewegen, sich zu verkleiden.